Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrub Mechanics. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xau und wir legen auch gleich los. Und zwar nur ein ganz kleines Video. Es kam heute eine Beta-Version zur 3.3 Testbuild raus. Und die beinhaltet den Challenge-Mode, der schon mal angekündigt wurde vor ein paar Monaten. Und ja, ich will euch natürlich direkt auf den Laufenden halten. Deshalb schauen wir uns das heute mal an. Es gibt nicht so viel zu sehen, aber das zeigt ein bisschen, was uns demnächst erwarten könnte. So, und zwar die Challenge Mode. Also wenn man die Testversion installiert hat, hat man hier ein neues Button. Und da klickt man drauf und da sieht man drei Challenges. Also ich habe die mir auch schon angeschaut. Ich weiß, was man tun muss. Und genau, ich zeige euch einfach mal, was wir hier haben. Also, die Challenge beinhaltet im Prinzip, ja, sehr viele Sachen. Ein bisschen Action, ein bisschen Nachdenken, Kreativität, Spannung und vielleicht kann man sich auch noch gegenseitig ein bisschen battlen, also so ein bisschen Kampfgeist und ach, da steckt so viel drin, das ist so toll. Und ja, im Prinzip ist es eigentlich ziemlich leicht zu erklären. Wir haben jetzt im ersten Level haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Also hier zum Beispiel sehen wir immer die komplette Karte einmal. Ist auch ziemlich cool, ne? Wie sich das hier so dreht, kann man von allen Seiten alles sehen. Dann sehen wir hier immer die Blöcke, die uns zur Verfügung stehen. Hier in diesem Level stehen gar keine Blöcke zur Verfügung. Und hier kriegen wir dann diese Blöcke. Da ja jetzt keine Blöcke zur Verfügung stehen, sind hier auch keine Blöcke drin. So, wir haben immer ein Fahrzeug, das wir, oder ja, ein Fahrzeug, das wir zum Ziel bringen müssen. Da drüben ist jetzt unser Ziel. Und sobald wir hier diese Barriere überfahren, startet der Timer. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Reset gehen, dann wird wieder alles zurückgesetzt. Dann können wir es nochmal neu versuchen. Zum Beispiel, falls man mal auf den Kopf fällt oder so. Und das Ziel ist es, hier drüben reinzukommen. Ist auch völlig egal, wie man da hinkommt. Hauptsache, man kommt dort an. So. Machen wir Next. Und hier wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Das ist im Prinzip sozusagen die Einführung gewesen, um zu wissen, was müssen wir eigentlich machen. Jetzt sind wir hier so ein bisschen kurvig und ja, haben auch ein Ziel. Hier kommen wir wieder die Karte. Was sind wir da? Also ein bisschen mehr zu machen, zu sehen. Und jetzt haben wir hier Blöcke, die wir benutzen dürfen. Und zwar einmal hier so komische Vierecke und Bearings und seltsamerweise auch Reifen, die wir jetzt hier aus dieser Kiste in unser Inventar ziehen können. Ziel ist es nicht unbedingt schön zu bauen, aber effektiv. Das versuche ich jetzt auch. Also, am besten ist, wenn wir jetzt hier so ein Glotz hier hin machen. So. Kann man sogar bis hier vorgehen. So, dann machen wir hier unten ein Bearing dran. Also das ist jetzt im Prinzip die Challenge, ein Fahrzeug zu bauen, mit dem wir ins Ziel kommen. So, machen wir ein bisschen noch Gewicht hinten hin. So, genau. Dann haben wir hier die Lenkung. Ganz wichtig. Sonst fährt er dahin, wo er will. Motor anschweißen, also dran setzen. So, Motor ist da eingestellt. Ja, machen wir ein bisschen stärker. So, dann können wir losfahren. Lenkung passt. Auf geht's. Hier ist natürlich, muss man immer aufpassen, wenn man zu viel Gas gibt. Da macht man hier so schöne Purzelbäumchen. Wenn man aber mal auf Kopf liegen bleibt oder rausfällt, kann man einfach Reset klicken. Dann ist dieses Fahrzeug, was man gebaut hat, wieder komplett da. Man kann wieder neu versuchen. Also das ist ziemlich cool. Das finde ich echt geil. Mal sehen, wie sie... Oh, da haben wir einen leichten Wheelie gemacht. Nein! Oh, da kommt sogar... Was willst du? Was? Der hat mich ausgelacht. Du, dir zeige ich jetzt, wo der Hammer liegt. So, pass auf. Der hat mich ausgelacht. So ein Saubazi, du. Sieht für Glotscher. So, guck, schaut. Hier. Achtung und... Oh, 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 oh. Jawoll, 13,5. Ja. Ja, da guckst du, wa? Komm ruhig rüber. So, und jetzt wird's knackig. Da habe ich sogar einen Augenblick überlegt, wie man das Level macht. Und zwar haben wir... Also wir müssen hier oben lang fahren und da drüben hinkommen. Da habe ich überlegt, wie soll das funktionieren? Soll ich jetzt irgendwas bauen, was springen kann oder fliegen kann oder so? Und da ist hier unten so ein... Also man sieht hier, ne? Es soll sich wahrscheinlich nach oben bewegen irgendwie.
Und man sieht hier ist so eine kleine Mulde, also da muss man irgendwas reinstecken. Und da ist hier so eine Feder. Ich vermute mal, oder ich weiß es inzwischen, dass man das nach oben drücken muss, damit dieses ganze Ding nach oben geht. So, die unterste Reihe fällt eigentlich im Prinzip flach, ne? Weil sonst schleift es ja am Boden. Also haben wir nur diese eine Reihe. Wir brauchen etwas, was in die Richtung geht, aber nach oben gehen kann. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen nachdenken und ein bisschen überlegen, wie macht man das? So. Jetzt sehen wir hier auch, was wir bekommen. Wir bekommen einen Controller, sehr essentiell. Und, na cool, man kann sogar hier an den Pisten dran. Und einen Pisten kriegen wir. Hätten wir können sogar den Pisten. Ah, hey, nee, können wir nicht. Den Pisten. So, das kriegen wir jetzt alles. Das holen wir uns jetzt hier mal. Das brauchen wir nicht. Verbindungstool brauchen wir, Schweißtool brauchen wir nicht. Farbtool brauchen wir nicht. Den Sitz, ne? Also wir müssen im Prinzip das komplette Fahrzeug zusammensetzen. Schaut mal, wir kriegen hier sogar einen Finger. Klasse. So. Genau, also wir brauchen auf jeden Fall eine Fläche für den Stuhl. So. Ja, ist klar. Dann machen wir hier hinten, wenn wir viel Gewicht hinten haben, den Motor. Dann machen wir hier die Achse. So, machen wir so oder eins breiter? Machen wir so. So, mal hier Reifen und noch ein Reifen. So, genau. So, vorne müssen wir jetzt ein bisschen basteln. Und zwar brauchen wir einen Pisten, um im Prinzip unten durchzukommen. Also rein theoretisch bräuchten wir das nicht. Wir könnten es auch einfach so lang vorne bauen, dass das dann da einfach drinnen drüber steht. Aber wir machen das jetzt so. So, das ist im Prinzip nur diese Höhe hier können wir benutzen. Wir können nicht eins höher bauen und wir können nicht eins niedriger bauen. Wir können nur diese Höhe benutzen. Also wir können keinen Pisten jetzt hier so drauf bauen und dann so einen Block. Das wäre ja super einfach. Nein, 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 nein. Wir müssen ein bisschen genauer nachdenken. Und zwar habe ich mir das hier ausgedacht. Wir machen hier so einen Block hier nebendran. Und da dran setzen wir jetzt den anderen Pisten hier, ja? So. Also im Prinzip so. Das Ganze hier verbinden wir jetzt hier mit den Knöpfen. Wir haben ja drei Stück, ne? Das ist auch ganz praktisch. Also wir haben hier einmal einen für den Controller. Wir könnten natürlich auch alles über den Controller machen, aber wir machen das jetzt mal einfach so, damit man es einfach besser versteht. Und für die zwei Pisten. Den Bearing verbinden wir mit dem Controller, den stellen wir auf 90, ne, damit er nach oben geht. Also wir sind immer noch nur auf dieser einen Linie, wo wir halt hinbauen dürfen. Ne? Und wir dürfen ja nirgendwo anders dahin. Sondern machen wir hier vorne Finger dran zum Drücken. So, jetzt brauchen wir noch im Prinzip die Lenkung. So, dann machen wir jetzt hier. Zwei Blöcke hier. Da geht es wirklich auch nicht drum, schön zu bauen, sondern einfach nur effektiv. So, dann haben wir hier zwei Bearings. So. Das könnte schon ein bisschen schwierig werden mit der Lenkung jetzt aktuell, weil wir so gar keinen Platz haben zum Lenken. Lass mal ein bisschen in die Breite gehen. Ist ja kein Thema. Dann fällt da auch nicht so schnell um. Kann man hinten auch noch eins breiter gehen. So. Breite ist immer gut. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Blöcke zu verteilen. Vorne haben wir jetzt relativ viel Gewicht. Ja, machen wir mal so. So. Jetzt können wir, gleich testen. Knopf 1, Knopf 2. Genau, hier Knopf 1, Knopf 2, Knopf 3. So, mit 1 fahren wir den hier aus. Mit 2 fahren wir den aus. Und mit 3 machen wir den da. Da müssen wir nur umdrehen. Also, man kann sich schon super vorstellen, ne? Wir fahren jetzt da unten rein, fahren den aus, dann drehen wir den nach oben und dann drücken wir nach oben. So, machen wir ein bisschen weiter. Den hier auf 15. So. Und da drauf. Das hat wirklich einen Augenblick gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Ich so, was wollen die jetzt von mir? Lenkung ist noch verspiegelt, gespiegelt, verkehrt. So, dann wollen wir hier den Motor verbinden. So.
Genau, Motorstärke. Oh. Nein! Scheiße! Es geht schon los! Ja, Reset. Genau, sobald man hier diese... Oh, das ist blöd. Was mal schnell einfangen. Hier geblieben! Scheiße! Huh. Da muss man aufpassen. So, genau. Ach scheiße, wir sind durchgefahren. Krass. Wie machen wir das jetzt? Hier geblieben. Ja, jetzt war es schnell genug. So, ja. Okay, machen wir mal so. Das dürfte reichen. Immer gefährlich, wenn man den Motor vergisst zu verbinden. So, schön sachte. Bisschen hier vorne anheben. So, genau. Jetzt kommen wir hier rein, ne? Seht ihr das? Wie knapp das ist? Also da hat man wirklich nicht viel Platz. So, jetzt fahren wir das Teil aus. Ja, jetzt haben wir den eigentlich... Das war der falsche. Den da, genau. So, jetzt nach oben. So, und push. Tada! Das sieht ja so ein bisschen komisch aus. Da kriegt man irgendwie... Da denkt man, der Boden bewegt sich, aber da bewegt sich hier oben diese Plattform jetzt. So. Tada! Und ich finde, dieser Challenge-Mode, der ist echt cool. Ich finde, das macht richtig Laune. Yeah! Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das weiterlaufen wird. Wird es die Möglichkeit geben, Levels von Spielern machen zu lassen? Also, dass wir Levels machen dürfen? Wahrscheinlich wird das auch so sein, weil das würde mich wundern, wenn Axolotl Games plötzlich voll viel Arbeit reinsteckt und 1000 Level für uns hinlegt. Ich bin gespannt, ob aber von Axolotl Games noch weitere kommen werden. Da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr, sehr cooler Mode. Schade, dass es immer noch kein Survival gibt, aber ich denke, damit kann man das sich so ein bisschen nochmal versüßen und nochmal sagen, okay, jetzt gibt es was Neues, was Cooles, wo man ein bisschen spielen kann. Nicht nur Fahrzeuge bauen, sondern auch effizient Fahrzeuge baut, um an sein Ziel zu kommen. Das ist wirklich super, super cool. Das ist so ein bisschen wie bei Trailmakers. Und das mochte ich ja schon bei Trailmakers so cool, dass man eine Aufgabe sozusagen hat. Ein Ziel. Und das finde ich richtig cool. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen neuen Mode findet und was ihr euch noch wünscht oder was ihr hofft, was noch kommen soll. Also vielleicht haben ja auch manche schon was gehört irgendwo und wissen, was demnächst noch kommen soll. Das klingt jetzt alles voll kompliziert. Aber schreibt einfach in die Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr dazu meint und was ihr wisst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, like da lassen. Tschüss.